Herzlich willkommen beim täglichen Videostrategietiker des Frankfurter Börsenbriefs, heute am Mittwoch, den 26. März 2014. Ich muss mich ehrlich gesagt schon ein bisschen wundern, wie stark im Moment die Gegenbewegung läuft. Ich hatte zwar vor 2 Wochen gesagt, dass man auch noch mal bis an die Marke von 9.500 heranlaufen kann. Allerdings ist die Bewegung jetzt doch stärker, als ich gedacht habe. Im Moment sind wir im Bereich 9.446. Ich hatte eigentlich in dieser Woche damit gerechnet, dass die 9.400 nicht mehr erreicht werden wird. Jetzt sind wir sogar über 50 Punkte darüber. Für meine Begriffe wird die Luft jetzt immer dünner und ich bin nach wie vor der Auffassung, dass man jetzt eher auf die Short-Seite wechseln sollte. Aber wie gesagt, in den letzten zwei Tagen hätte die Gegenbewegung auch schon beginnen können. Nichtsdestoweniger ist die Marktlage überkauft und jetzt ist damit zu rechnen, dass in den nächsten Tagen die nächste Abwärtsphase beginnen wird. Darauf hatte ich die letzten Tage schon hingewiesen. Also jetzt bitte nicht mutig in den Markt einsteigen, sondern weiterhin vorsichtig agieren, denn es gibt nach wie vor einige Probleme, gerade aus China. Ich werde im Frankfurter Börsenbrief darauf eingehen. Das Finanzsystem ist doch in einem sehr fragilen Zustand und deswegen wird für die chinesische Wirtschaft mit weiteren Friktionen gerechnet, die sich dann auf den ganzen Welthandel auswirken werden. Das Thema Krim und Ukraine, Russland, das halte ich nach wie vor für weniger relevant. Es ist höchstens ein kleiner positiver Impuls, denn wenn die Sorgen hier nachlassen, könnte der Markt noch ein bisschen weitergehen. Aber wie gesagt, in der Tendenz bitte im Moment eher vorsichtig agieren. Mein Tipp des Tages ist King. Das ist der Hersteller von Candy Crush. Wir haben da im Frankfurter Börsenbrief schon drüber berichtet. Man will nun mit einer Marktkapitalisierung von 7,1 Milliarden Dollar starten heute Nachmittag an der New Yorker Wall Street. Und das ist für meine Begriffe deutlich zu viel für ein Unternehmen, das im Quartal um die 700 Millionen Dollar umsetzt. Natürlich, man muss sagen, das Spiel Candy Crush ist eine Erfolgsstory. Es ist das meist heruntergeladene Spiel im Jahr 2013 und King verdient im Vergleich zu anderen Unternehmen auch sehr gut daran. Man hat im letzten Jahr über 560 Millionen Dollar eingenommen, aber wie das so ist, es gibt hier eine sehr schwache Markenbindung und irgendwann kommt ein anderes Spiel an den Markt, was die Nutzer von Online-Systemen noch mehr begeistert und dann wird das wie bei Farmville oder bei anderen ähnlichen Spielen bergab gehen und deswegen ist es nicht so leicht, hier ein neues Anschlussgeschäft zu generieren. Wenn man ein Patentrezept dafür hätte, was die Menschen auf Dauer begeistert, dann würde das sicherlich auf die Schnelle produziert. Und deswegen ist der Wechsel von Spieleanbietern sehr schnell. Und es ist nicht zu erwarten, dass hier ein auf Dauer positiv sich entwickelndes Geschäftsmodell aufgerichtet wird. Jetzt wird einfach Kasse gemacht mit einer zugegebenermaßen sehr erfolgreichen Story. Aber für meine Begriffe hat die ihren Zenit bereits überschritten. Das heißt, meine Empfehlung, heute in der ersten Euphorie am ersten Handelstag mal auf die Short-Seite zu wechseln, wenn Sie das per CFDs können. Ich denke auch, dass in den nächsten Tagen und Wochen hier einige Put-Optionsscheine an den Markt kommen. Die werden wir dann auch im Frankfurter Börsenbrief aufgreifen. Aber ich glaube, dass schon heute nach der ersten Euphorie in der ersten Handelsstunde man gut beraten ist, wenn man hier eine kleine Short-Position eingeht. Das sind die Hinweise für heute. Morgen melde ich mich wieder. Bis dahin, ein gutes Händchen bei allen Ihren Dispositionen. Ihr Bernhard Klinzing.